Hallo und herzlich willkommen hier zu den Chaos-Ossis. Wir haben Montag und wir spielen Left 4 Dead 2. Ich, der Robert, und mit mir zusammen ist Patty. Das und das. Mehr kann ich nicht. Der andere. Der Also, andere, ja genau. ich, der Robert und der andere. Der andere Rest. Wir haben uns so mit Patty überlegt, während Daniel sich im Urlaub befindet. Ach, der hat's so gut. Streber. Ja, voll der Streber, ey, voll der Typ, ey. Wir müssen arbeiten hier. Wofür werden wir eigentlich nicht bezahlt? Ja, das stimmt allerdings, das frage ich mich auch. haben wir uns überlegt, wir haben jetzt Dead Island als FSK 18 Horrorspiel, aber das reicht uns nicht. Also haben wir schon. Das reicht Nicht. nicht, das Nicht reicht nicht. geschnibbert, Und zwar haben wir uns überlegt, wir werden jetzt montags und mittwochs Left 4 Dead 2 für euch rausbringen und am Freitag gibt es von Patty, naja, Mir? und von mir einzelne Horrorspiele, die wir euch gerne vorstellen werden. Die gibt es dann allerdings immer erst später am Abend, weil wer will schon um 12 Uhr ein Horror-Let's Play sich anschauen, ne? Das ist. Nein, einfach Ja, nur nein. 12 Uhr nachts höchstens. 12 Uhr Nee, nachts, ja. also Horrorspiele machen wirklich nur Sinn, wenn sie am Abend rausgebracht werden. Das ist unsere Meinung dazu. Genau, richtig. Und deswegen werden wir Hallo? die speziellen Freitagsfolgen immer so, ich sag jetzt einfach mal, 19, 20 Uhr rausbringen. Was sagst du, Patty? Na, 20 Uhr, denke ich mal, ist okay. Genau, dann werden wir die so 20 Uhr rausbringen und montags und mittwochs bleibt wie gehabt 16 Uhr, weil Left 4 Dead ist ja nur ein Zombie-Spiel. Ist ja nur Zombies abschlachten und ja. Ja. Völlig ohne Hirn Zombies abschlachten, ja. Ja, natürlich, einfach drauf. Na klar. Wir werden natürlich nicht das normale Left 4 Dead 2 spielen, weil die normalen Kampagnen sind langweilig, einfach schon, weil wir sie tausendmal durchgespielt haben. Deswegen haben wir Mindestens. uns gedacht, wir suchen uns mal die Workshop. Wir durchstöbern mal den Workshop von Left 4 Dead 2 und wir haben ein paar super Sachen gefunden. Patty, erkläre, was wir gefunden haben. Ja, es sind ein paar Custom Maps, sagen wir mal, von der Community erstellt. Und ja, ich habe einfach mal auf Geratewohl ein paar lustig aussehende rausgesucht. Die erste, die wir jetzt hier haben, ist eine Doom-Map, also aus dem Spiel Doom gerippt. Wer es nicht kennt, schämt euch, das sollte man kennen. Ja, das stimmt. Kann ich nur bestätigen. Und ja, gucken wir mal, wie es läuft, wa? Also ich kenne das ehrlich gesagt auch noch nicht. Ich habe nur ganz kurz mal angespielt und es ist ein Skin von Doom, aber halt für Left 4 Dead 2. Und deswegen würde ich sagen, starten wir einfach mal. Jawohl. Wir wollen spielen. Wir wollen spielen. Oh Gott, das ist schon mal geil. Entering Computer Station. You are here. Also wir sind da oben links. Also es ist schon total die Anspielung auf Doom. Also es gefällt mir schon mal. Nur eine ganz leichte Anspielung. Das Auch, ist wirklich es nur. ist Nur ganz kleines bisschen nur. bis auf der Ladebalken unten, der ist noch auf Left 4 Dead 2, aber sonst. Und oben rechts die 4. Und die 4, ja genau. Das Kreisel, Dingel, Mingel. Das Kreiseldingens. Kreiseldingel, Dingel. Oh, ist anscheinend eine etwas größere Map, weil der Ladevorgang dauert ein bisschen irgendwie. Oh, Ja, das ne? ist wahrscheinlich, weil ich einen lokalen Server habe. Hätten wir jetzt, glaube ich, einen dedizierten, würde es ein bisschen schneller gehen. Oh, naja, ist ja nicht so schlimm. Das Hauptsache. Problem ist, es gibt keine dedizierten Server mit dieser Map. Zumindest habe ich gerade keinen gefunden. Wir spielen trotzdem einfach mal. Ne? Oh. Juhu! Oh, hier fühlt Schrotflinte. man sich doch gleich zu Hause. Narren! Ich nehm's Versandzeug. Da bist du. Ach, du bist der große Schwarze, alles klar. Ja, ich bin der Schwarze. Du bist, weil ich hab bei mir spezielle Skins drin. Du bist Deadpool. Yay! Und Rochelle ist, Gefällt was mir. ich persönlich sehr schön finde, Jill Valentine von Resident Evil. Und wer ist Alice? Alice ist Alice. Oh. Nicht Elvis, das hätte wenigstens gepasst. Er ist Alice im Wunderland. Oh, da ist ein Toter. Ey, da ist ein Zombie. Oh Gott, Was passiert da? muss man ein bisschen runternehmen. Lade. Das ist doch ganz schön extrem. Nein, sterben. Oh, böser Zombie, du bist ein. Oh, sorry. Mann, lass den Lade nach. Oh Gott, das legt mich wieder mit zu viel Zombies an anscheinend. Wo wollt ihr denn hin? Von hinten. Na, ich komme von hinten, alles klar, super. Ja, wie Ah, komme ich da von hinten? das ist aber schon mal geil hier. Skin von Doom. Oh. Das sind sogar, glaube ich, die Das gefällt genauen. mir schon mal. Ja. Das ist geil.
explodieren die grünen Fässer eigentlich? Warte mal kurz. Schade. Wäre ja noch zu schön gewesen. Ja. Aber warte mal, ich glaube, ich nehme mal die Gitarre. Eine Gitarre! Waffen! Ja! Ja, würde ich auch lieber nehmen, die Gitarre. Ich finde die Gitarre geil, weil es da immer so einen coolen Sound gibt, wenn man die Feinde schlägt damit. So ein Boom. Boom. Schnapp mir die Galle hier! Aufpassen! Du bist der rockigste Überlebenskünstler, den es gibt. Ja. Wäre ich Elvis, hätte es noch besser gepasst. Ja. Ah, das ist halt Deadpool, der kann auch mal normale Sachen benutzen und damit Zombies fertig machen. Tut das eigentlich weh, wenn man hier durchfällt? Eine Witch. Ich höre eine Witch, ja. Da müssen wir nicht lang. Wir müssen wo hier weiter. Eigentlich weiter? Na hier, die Richtung, genau. Da. Ja, da. Ja, wo da? Da. Dunkel. Immer ins Dunkle hinein. Ja. Alles klar. Okay, nein, hier geht's nicht weiter. Alles klar. Ja, so viel dazu. So. Na, geht schon mal gut los? Ich wandere ja so gerne. Dalin, da, 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 ich würde sagen, wir müssen den Geräuschen der Witch folgen. Ich glaube, jetzt gehen wir wieder zurück, kann das sein? Oder? Warte mal, hier sind wir, da müssen wir. Oder hier? Lang. Aber hier geht's nicht auf. Das... Nee, es geht nicht auf. Warum nicht? Aber ich höre da Zombies hinter. Ah, funktioniert hier? Die Map vielleicht irgendwie ein bisschen nicht? Da sind auch Waffen draußen. Oder anschießen? Nee, doch nicht. Ich guck gerade. Wie seid ihr? Ah, hier. Doch, hier geht's. Nee, doch nicht. Nee, das ist einfach nur ein schwarzer Raum. Ich dachte vielleicht, dass hier irgendwo ein Schalter ist. Aber nein. Adrenalinschuss hier! Genau. Auch so ein typisches Element von Doom. Man muss den Ausgang erstmal finden. Ja, und den suchen wir jetzt. Nee, hier kommen wir wieder normal hinter. Was ist denn eigentlich? Was ist denn, wenn wir hier hinten lang gehen? Das ist ja wieder der Startpunkt. Naja, deswegen. Patty? Oh, sag nicht, du hast was gefunden. Komm doch mal bitte zu mir. Du hast doch gesagt, die Fässer explodieren nicht. Wieso? Was soll das heißen? Explodieren sie bei dir etwa? Warte. Du sagst, die explodieren nicht. Coach. Hier gibt's Verbandszeug. Warte, hab auch muss mich heilen. Nicht explodiert bei mir. Was hast du getan, damit sie explodieren? Ich hab mit einer Shotgun drauf geschossen. Du hast TNT reingepackt, gibst du. Ja, okay. Extra vorbereitet. Ah, warum geht das nicht auf? Finde ich jetzt irgendwie nicht gut. Jetzt sind wir hier gerade so ein bisschen verloren, wissen nicht, was wir tun sollen. Wir laufen, wir schauen uns die Welt an, weil die Welt schön ist und ja, weil es so ist. ja, nee, normalerweise müssten sich die Türen noch öffnen irgendwie. Kann man hier nicht Enter oder sowas drücken? Na, ist bei mir öffnen. Ja, aber ich laufe einfach mal die Wand lang und drücke mal in der Hoffnung, dass da irgendwo ein Geheimgang ist. Ich laufe die andere Seite. Auf die andere Wand. Schnapp mir einen Schuss! Ach, zwischendurch schnapp ich mir einen Schuss, genau. Das ist irgendwie okay, nicht gut gemacht. Wer soll das jetzt gewesen sein? Das kann doch nicht sein, dass das schon war. Wir müssen doch hier weiterkommen irgendwie. Aber man kann hier auch nicht durchsneaken oder so, das geht auch nicht. Na, hab ich schon versucht, nee. Warte mal. Bescheid. Was soll denn das werden? Du auch. Mann, pass doch auf! Was soll denn das werden? Es gibt nur eine Möglichkeit. Ich hab zwar Galle dabei, aber ich hab hier irgendwo so eine Granate gefunden. Ich werde die Granate einfach mal. Ah, nee, ist mittlerweile weg. Die hab ich, wenn du die meinst. Werf die doch mal dagegen. Da rein, oder was? Ja, mach doch mal. Probieren. Rohrbombe! Jetzt kommen Zombies, okay. Aber die kommen von da. Ich bin trotzdem nicht. Scheiße. Wie? Einfach nur wie? Oh, und da oben ist ein Fass, das werde ich gleich mal zum Explodieren bringen. Okay, ich hab Fotofass. Ah! Alter! Ich hab das fast zum Explodieren, zum Überkochen gebracht. Ho, ho, ho. Wir sind hier.
Ich sag jetzt einfach mal, die Zombies müssen das öffnen, deswegen werfe ich jetzt mal die Gun. Da kommt was! Oh Gott! Oh Gott! Die wollen da durch, aber kommen nicht durch. Ja. Alle Lampen aus. Das war ein Versuch wert, würde ich mal sagen. Es war ein netter Versuch, aber doch nur ein Versuch. Ja. Hey, aber hier geht's doch auf. Hier müsste es doch rein theoretisch auf. Ja, ich habe schon probiert überall, aber nee. Komm mal kurz zu mir. Komm, was? Jetzt? Vom Zombie. Okay. Komm mal zu mir, wo ich stehe. Ja, und jetzt? Du siehst du hier draußen diesen Vorsprung? Ja. Und jetzt geh mal hier der Wand entlang und schau mal genau auf die Wand hier. Siehst du das, diesen Schlitz? Ja. Das heißt, rein theoretisch müsste doch hier etwas aufgehen. Rein theoretisch. Vielleicht, ja. Aber es geht nicht auf. Ja. Im richtigen Doom wäre das vielleicht der Fall. Höchstwahrscheinlich, ja. Aber wir sind ja nicht im richtigen Doom. Wir sind nur im Left 4 Doom. Im Left 4 Doom. Das anscheinend noch Beta-Phase ist, oder weiß ich nicht. Höchstwahrscheinlich. Ja, okay, das war's einfach mal mit der Vorstellung von dieser Map. Können die anderen mal probieren? Ja, wir können die anderen mal probieren. Wir haben noch eine andere Left 4 Doom Map, eine, die ich gefunden habe. Aber du nicht meine haben wolltest. Ja, war gut, dass ich die andere nicht haben wollte. Ja, genau. aber das erfahrt ihr dann am Mittwoch. Bis dahin, ciao. Ciao, ciao.